sogar auch der Arzt gekündigt. Gegen den LASK gab es vor 11 Runden den letzten Sieg. Diesmal war es das erste Heimspiel für den neuen Trainer Jürgen Mick. Sturm von links nach rechts findet sich von Beginn an in jener Rolle, die der verunsicherten Grazer Mannschaft gar nicht behagt, in der des Spielmachers. Die Linzer überlassen Sturm das Mittelfeld, attackieren dann aber konsequent und die Grazer finden einfach keine Lücke in der Abwehr der Oberösterreicher. Ganz anders, die Linzer über schnelle Konter will man über Dubajic oder Ogres und das offensive Mittelfeld zum Erfolg kommen. Dubajic auf Huia. Und seine Flanke verwertet Ruttensteiner in der 12. Minute zum Führungstreffer für den LASK. Eine Flanke genau auf den von der Verteidigung übersehenen Ruttensteiner. Ganz allein kann er sich hier die Ecke aussuchen und bezwingt Angerer zum 1:0. Sturm mit Deveritsch und Neukirchner heute als Sturmspitzen. Wettel hängt etwas ins Mittelfeld zurück. Hier Deveritsch kann sich gegen Dantlinger durchsetzen. Und sein Ball geht an die rechte Stange. Eine gute Ausgleichsmöglichkeit, nur eine Minute nach dem Führungstreffer der Linzer vergeben. Fast alle Angriffe der Grazer laufen über Hörmann und Libero Petrovic, der so wie hier immer wieder ins Mittelfeld vorgeht. Guter Pass auf Wettel, aber er ist derzeit einfach außer Form und schießt weit über das Tor. Und mit dem Unvermögen der Grazer verlegt, der LASK jene Linie, wo man mit konsequentem Vorchecking beginnt, immer weiter nach vor. Hier kämpft sich Ruttensteiner den Ball, schöner Pass auf Ogris, ganz allein zieht er auf. Angerer zu, aber dann wird das kein Schuss und keine Flanke. Aber der LASK ist einfach gefährlicher und nach 45 Minuten liegt Sturm mit 0:1 zurück. 1000 Zuseher natürlich enttäuscht. Und nach dem Wechsel ein unverändertes Bild. Sturm nur dann torgefährlich, wenn der Gegner mithilft, so wie hier im Ras, der eine Flanke von Donhofer mit der Brust herunternimmt. Und Schickelgruber greift dann den Ball mit der Hand an. Schiedsrichter Grabherr entscheidet auf Rückpass und indirekten Freistoß für Sturm. Charlo legt auf für Deveritsch, aber der schießt in die Mauer und die Gefahr ist gebannt. Es gibt noch einen Eckball für Sturm Neukirchner. Kurz abgewehrt. Nachschuss von Donhofer und diesen lenkt Deveritsch ins Tor. 1:1, Ausgleich in der 62. Minute. Und LASK-Torhüter Schickelgruber ohne Chance bei diesem Treffer. Sturm jetzt im Feld überlegen, aber der LASK gefährlicher bei Konterstößen hier Dubajic. Aber anstatt zu schießen, legt er auf für Ogris und der vergibt diese Möglichkeit. Die beiden LASK-Stürmer setzen sich gegen Schwarzo und Kofler, die beiden Sturm. Manndecker immer wieder durch. Hier ist es Kegelwitz, der von Schwarz nicht gehalten werden kann. Und sein Schuss passt. In der 83. Minute ist das der Führungstreffer für die Linzer durch Christian Kegelwitz. Und das ist auch die Vorentscheidung. Sturm hat zwar nach einem Eckball in der letzten Minute noch eine gute Tormöglichkeit, als Charlo schießt und Dantlinger auf der Linie rettet, aber der LASK feiert seinen ersten Auswärtssieg dieser Saison und gewinnt gegen Sturm mit 2:1. Ja, Spiel 4, also Tipp 2, Torwette